So, es ist wieder Freitag und es gibt ein neues Video und heute dachte ich, ich mache was Kurzes und Knackiges und lese euch nochmal aus meinem Buch Die unsichtbaren Symptome vor. Und zwar geht es heute darum, wie oft der Schein trügt. Denn ganz oft sehen wir gesund aus, sind es aber nicht und ja, werden deshalb auch ganz, ganz oft nicht verstanden. Und auch Menschen, denen man sichtbar ansieht, dass sie eine Behinderung haben, wenn sie zum Beispiel den Rollator benutzen oder im Rollstuhl sitzen, auch diesen Menschen kann es trotz, dass sie sitzen, nicht gut gehen, denn das wird diesen Menschen ja auch oft unterstellt. Du sitzt ja, was willst du denn eigentlich? Ja, und von daher lese ich euch einen kurzen Text. Du siehst mich lächeln. Du siehst nicht meinen Schmerz. Du siehst mich ruhig und gelassen. Du siehst nicht mein Trauma. Du siehst mich lachen. Du siehst nicht, wenn ich weine. Du siehst, wie ich kämpfe. Du siehst nicht, wenn ich kurz vor dem Aufgeben bin. Du siehst meine liebevolle Art. Du siehst nicht meine Folterung. Du siehst all meine Hoffnung. Du siehst nicht meine schlaflosen Nächte. Du siehst mich leben, aber du siehst mich nicht, wie ich täglich manchmal 1000 Tode sterbe. Natürlich gibt es auch Tage, an denen wir keine 1000 Tode sterben, an denen es uns wirklich auch gut geht und wir unser Leben genießen. Das ist genauso wichtig zu sagen. Aber was mir noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, dass man uns, wenn man uns sieht, draußen sieht, wenn uns Nachbarn sehen, wenn uns Freunde sehen, dann geht es uns ja insofern soweit gut, dass wir eben draußen sind, dass wir rausgehen können. Wenn wir zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, dann sieht uns ja außer vielleicht unserem Partner niemand. Und das möchte ich einfach noch allen mit auf den Weg geben, sowohl den Angehörigen, als auch ja, all die, die mit uns zu tun haben. Der Schein trügt ganz oft und ja, da müssen wir einfach alle lernen, mit umzugehen. Wobei ich denke, wir schaffen das ganz gut und heute lache ich und heute geht es mir gut und mir geht es vor allem im Moment gut. Was in einer halben Stunde ist, weiß ich nicht, aber ich genieße den Moment und genieße, dass es mir gerade gut geht. Das wünsche ich euch auch von Herzen und wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.